Der Prozess um die getötete Duisburgerin Mine O. beginnt im September vor dem Duisburger Landgericht. Angeklagt ist der Ehemann der Getöteten. Er soll seine Frau getötet haben und sitzt seit Dezember in Untersuchungshaft. Die Leiche der damals verschwundenen Mine O. wurde in einem Waldstück in Duisburg-Untermeiderich gefunden. Ihr Ehemann hat daraufhin gestanden, die Verstorbene getötet und ihr Verschwinden vorgetäuscht zu haben. Die Hauptverhandlung soll am 1. September beginnen. Das Motiv sei nach wie vor unklar. Die Stadt Duisburg stellt das Verfahren zur Bekanntgabe der Corona-Testergebnisse um. Positiv Getestete erhalten das Testergebnis nun ohne Umwege und sofort vom Gesundheitsamt der Stadt. In einem Telefongespräch ermittelt das Amt die Kontaktpersonen, berät den Patienten und legt die Quarantänezeit fest. Negativ Getestete erhalten das Testergebnis über den Postweg. Diese werden gebeten, ihre Testergebnisse trotzdem mit ihrem Arzt zu besprechen. Personen, die nach 4 Tagen nicht kontaktiert wurden, können davon ausgehen, negativ getestet worden zu sein. Insgesamt wurden bisher rund 14.000 Tests in Duisburg durchgeführt. Aktuell gibt es 119 Corona-Infektionen in der Stadt. Die Arbeitslosigkeit ist in Duisburg und in den Kreisen Wesel und Kleve infolge der Corona-Pandemie deutlich angestiegen. Laut aktuellen Zahlen der Arbeitsagentur waren in Duisburg im Mai über 1.600 Menschen mehr arbeitslos gemeldet als noch im Vormonat. Die Arbeitslosenquote im Stadtgebiet ist damit auf 12% angestiegen. Ähnlich ist die Entwicklung in den Kreisen Wesel und Kleve. Über 1.000 Menschen sind hier innerhalb eines Monats in die Arbeitslosigkeit gerutscht. In den beiden Kreisen ist die Arbeitslosenquote damit auf 6,3% angestiegen. Die Polizei Duisburg sucht öffentlich nach einem Mann, der in Hochfeld auf einen Passanten geschossen hat. Laut der Polizei ereignete sich die Tat am 18. Mai. Der 32-Jährige sei auf der Jagd nach einer Person gewesen. Das geplante Opfer des Angriffs entkam unverletzt, doch die Kugel traf einen Unbeteiligten. Die Hintergründe und das Motiv der Tat sind derzeit noch unklar. Der Flüchtige ist schlank, etwa 1,65 Meter groß, dunkelhaarig und trägt eventuell noch immer einen Bart. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat telefonisch entgegen. Die Polizei rät zur Vorsicht, der mutmaßliche Täter könnte noch immer bewaffnet sein. Die Fraktion Junges Duisburg, DRL, will eine zeitlich befristete Aufhebung der Gebühren für die Sondernutzung weiterer Flächen der Außengastronomie für Duisburger Betriebe. Die Außenflächen sollen erweitert werden und damit mehr Menschen ohne Aufkommen zusätzlicher Gebühren bewirtet werden können. Umsatzausfälle durch Gästebeschränkungen sollen damit zum Teil ausgeglichen werden. Städte wie Essen, Siegen und Mainz hätten dies schon längst vorgemacht, so die Fraktion. Junges Duisburg, DRL, will zu ihren Forderungen einen Antrag in die nächste Ratssitzung am 15. Juni einbringen. Nach Tagen voller Sonnenschein wird es in Duisburg ab morgen wieder deutlich durchwachsener. Am Donnerstag verabschiedet sich die Sonne fast komplett. Es übernehmen dicke Wolkendecken, die ab Mittag auch immer wieder für Regen sorgen. Das Thermometer schafft es auf nur noch 18 Grad. Am Freitag wird es wechselhaft. Es gibt zu Beginn noch einen Sonne-Wolken-Mix. Später, ab dem Nachmittag, regnet es dann. Die Werte sinken auf maximal 15 Grad. Ganz ähnlich am Samstag. Bei Höchstwerten von 16 Grad ist von Sonne über Wolken bis hin zu Regen alles dabei. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru Autohaus Wingenter in Neumühl. Autofahrer aufgepasst, in Duisburg wird morgen unter anderem auf der Kampstraße in Obermarxloh und auf der Falkstraße in Düssan die Geschwindigkeit kontrolliert. Baustellen behindern dazu zum Beispiel in Hamborn die freie Fahrt. Hier gibt es wegen Straßenbauarbeiten eine Vollsperrung auf der Stollenstraße. Betroffen ist der Bereich zwischen der Steigerstraße und der Dr. Heinrich-Lagmann-Straße. Mitte Juli sollen die Arbeiten beendet sein. Und in Lahr gibt es Einschränkungen auf der Wertstraße. Die ist zwischen Turmstraße und Eligiusstraße beidseitig zur Sackgasse umfunktioniert. Ende Juni soll der Bereich wieder frei sein. Studio 47 wünscht eine sichere und staufreie Fahrt.